Willkommen zurück zu einer weiteren verglitscht-vergletschten Folge Party Animals mit einem Mann, der sein Glied immer im Gletscher reibt und dann Hautverlust hat. Chris! Nun, Frostbrand ist mir nun mal der liebste Schmerz im Genitalbereich. Ja, aber warum machst du sowas? Ich meine, ich finde es einfach nur lächerlich und abstoßend. Ich habe gehört, wir sind heute als Krokodile auf dem Eis. Ey, Kroko-Eis? So als Voodoo-Crocs. Wo ist denn mein Croc eigentlich? Hier, oder was? Ist das Kroko? Ja. Kroko-Voodoo. Voodoo-Croc, Alter. Wieder als Cheater beleidigt. Alter, man guck mal, sehen. Er hat den Wikinger mit Goldbart und Helm, ja, und so. Ja, irgendwie so eine Edelgoose. Guck dir mal die Edelgoose an hier die drüben. Die Edelgoose und ein Raumfahrerhund und... Alter, was hier alles wieder abgeht, ist nur noch die Elite am Start, ne? Ja, es sind noch weniger Spieler jetzt gerade irgendwie. Ja, ja, noch elitärer, sag ich ja. Hier raus! Soll ich ihn mobben? Das hat mich als Cheater beleidigt. Das passiert da jetzt eh schnell. Oh, der hat sich da hochgestrangelt. Ich hab einen Viking-Kick bekommen, Alter. Viking-Kick! Hast du die Reste aus der Dose genascht? Ich hab Reste genascht. Der versucht mich jetzt zu sabotieren. Wie, war da noch was drin, Hilfe, oder was? Hilfe! Was ist denn das für eine Killer-Ente? Ein Fliegerduck hier, das ist doch, Boah. Wie heißt der nochmal hier, der Schauspieler, mit Jetfliegen und Hubschrauberfliegen und... Harrison Ford? Harrison Ford? Nein! Mission Impossible! Randy Quaid? Tommy Lee Jones? Mission Impossible! Achso, Tom Cruise? Tom Cruise! Er ist Tom Cruise, Alter! Der Tom Cruise, ja, woher kommt dieser Astronaut? Der Astronaut gibt mir erstmal eine Space-Kelle, Alter, vom Allerfeinsten. Oh, Space-Schläger, er gibt mir richtig, Alter. Er macht den Space-Backer, oh Gott, ich bin eingefroren, ne? Vorsicht, Space-Backer-Russ ist am Start. Der macht richtig, der langt zu, Junge. Er sagt, ich habe die lange Zunge heute. Die lange Zunge der Gerechtigkeit spielt er aus. Oh, was? Boah, guck's dir an. Da machst du nix. Da machst du gar nix, ey. Ich schmeiß jetzt eine Slide-Banane. Oh, Mist, ey. Ich dachte, ich könnte... Aber ich bin in den Elch rein. Taktisches Elch-Blocking. Elch-Prall, Alter. Schöne Elch... Mach doch mal den Typen da weg. Elch-Block. Die Elch-Blocks, war das nicht so eine Band? Das steht... Ah, dafür steht das H in Elch-Block. Was? Kann dir jemand Barb werfen? Boah, da wurde ich rausgerollert. Hat er sich rausgerollert, hat er gesagt, geh mal einfach, geh jetzt weg. Oh, findet Claymo. Tactical Fish. Nee, Alter. Oh. Ja, kommst du nicht rein. Da kommst du nicht rein. Claymo. Oh, im Wasser, ey. Rudi Claymann. Rudi Claymann. Oh, er wollte an die Pfanne. Hey, der Schläger, ne? Wenn du da das Momentum drauf hast. Nee, der gewinnt mit diesem Drecksschläger und es ist halt auch noch so ein Astronauten-Cork hier. Ja, weißt du? Ja. SpaceX. Space Cork. Elon Cork. Der hat nicht mal einen Namen. Der ist zensiert. Er ist wahrscheinlich gemeldet, der Name. Oh. Ey, hallo. Komm mal hier weggehauen. Tom Jones, nein. Alter, ey, müsst ihr den Hund loswerden, der holt sich schon wieder eine Pfanne gleich, ne? Ich just saying. Ah, gleich ist der Gott gleich. Der ist jetzt schon. Ja, jetzt will er mich hier wieder abcreepschen. Der creepscht mich auch. Ich wurde schon zweimal ins Wasser gecreepscht. Jetzt kommt der Pfannendoggo. Der Wolfus, Alter. Das gibt's doch nicht. Alter, die Goose. Mr. Guzman hier. Ahaha, oh, Guzmano. Bam! In seine Fiese. Vorsicht vor der Goose. Was? Ey, ich hab den so oft jetzt getroffen, ne? Und es hat ihn nicht interessiert. Oh, Goose hier. Tom ist wieder unterwegs, ey. Tom Goose. Keine Chance, der grindet mich schon wieder ab hier. Ja, ich werde... Ich komm nicht zu mir, ich bin sowas von Eis. Ich bin auch geeist. Ich werde hier wirklich... Tom Goose kam, Alter, mir eine Faust gegeben und dann kam sein Wikinger-Büffelfreund. Guck mal, jetzt hat er die Schaufel und dominiert das ganze Spiel schon wieder. Aber er wird ausgeschaltet jetzt. Die Leute vereinen sich. Haut doch mal diesen komischen Astronautenbengel weg. Er will sich wieder... Schon wieder die Schaufel. Fisch! Mein Fisch hat ihn erwischt! Mein Fisch hat ihn entschaufelt! Aber Tom Goose versucht's da oben noch, ne? Tom Goose ist auch eingefroren. Schattenfisch. So, also meine Bombe, hier so eine taktische, ne? Die flippert zu weit. Zu weit geflippt.
Also hier wird eigentlich gerade nur dominiert mit irgendwelchen Lollis und Schaufeln. Boah, brutal, was er dem Hund antut. Oh, den Hai. Guck, dass Blau da weg ist, sonst sind die zu strong. Ja, jetzt hat er ihn. Jetzt schmeiß ich noch eine Bombe, Alter. Noch ein Fisch? Shit. Bam. Fisch schon mal runtergedrückt. Also er kriegt den Hass auf ihn zu spüren. Nein, lass die Bombe doch wegfliegen, warum Junge. Was? Was machst du da, Junge? Oh, da ist so Spinato. Oh, beide wollen an den Spinat. Er muss den Spinat natürlich jetzt verteidigen, aber der Elch denkt, ja, mal gleich einen taktischen... Boah, Alter, die Fische haben ihn reingeprügelt. Ja, Rettungsfisch. Oh. Hier kamst du Dynamite. Alter, noch mal reingeprügelt. Alter, oh. Na gut, war ja Green oder Yellow. Da hinten gesnackt. Das war schon ein gutes Lachsfest, also so viele Lachse hatte ich schon lange nicht mehr im Gesicht gesehen bei jemandem. Belgisches Lachsing, ne? Voll auf Blau. Boah, Vorsicht, die Gans. Er schmeißt die Schaufel raus. Also ich bin L. Tom Goose, Alter. Boah, Alter. Da hat jemand Nunchucks. Ja, ich sehe es. Oh Gott, ich bin in die Ritze geflutscht hier. Also ey, die prügeln gemeinsam jetzt auf mich ein, oder was? Instinktiv habe ich wieder die Eisritze berührt. Warum lässt er den da liegen? Vorsicht. Ich will diesen Hai da raus haben. Ah, ich komm wieder rein. So, hier Paddington, ne? Oh. Boah. Ich hab den Chuck bekommen. Vielleicht bin ich weg. Ich weiß es nicht. Oh. Nee, ich komm nochmal zurück. Tom Goose! Achtung! Boah, der hat Nunchucks. Vorsicht! Die ersten Eisen. Ah, Tom Goose wird... Oh. Boah, wie weit fliegt, Alter, du hast mich richtig weggeballert. Achtung, der hat Nunchucks. Nee, ich komm nicht mehr rein, du hast mich gekillt. Du hast mich gekillt, Bruder. Hey, du bist da in den Schlag hineingelaufen, da kann ich gar nichts für. Oh, der Goose, aber er verliert seinen Nunchuckolo nicht. Ja, warum auch nicht? Oh, boah, Alter, hat mir voll gegen das Schienbein gehauen. Oh, der Hund nimmt Vorsicht. Sich El Dogro zuerst. Er holt die Chucks. Oh shit, ich kann nicht nur rückwärts schwimmen. Ich konnte nur rückwärts schwimmen, Alter. Nee. Boah, er hat ihn gerettet. Boah. Er hat ihm Rettungsschlag gegeben auf die Safety-Scholle. Wir müssen Blau loswerden. Ja, aber den erwischt er nicht. Guck mal, der bewegt sich zu schnell. Er ist too fast and too furious unterwegs. Ja, und der andere ist da hinten auf der verlorenen Schorle. Die Schorle. Nee, Alter, guck mal, wie präzise der Schlag war. Boah, ey. Nicht mal mein Schattenfisch hat ihn mehr besiegen können. Wir müssen Full Fokus auf den jetzt machen. Sonst sind wir abgezogen. Ich hab einen Bumerang. Wo ist denn hier der Hund? Der läuft da unten rum. Hör auf, Elch, ich will den Hund töten. Oh, Tom Goose. Tom Goose hat nun Chakus. Komm, der Hund da. Oh nein. Jetzt stecke ich da in der Spalte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mann, nicht raus. Ey, wir müssen Tom Goose loswerden. Wir müssen den Hund loswerden. Aber Tom Goose! Er hat einen Chaku! Oh Gott. Oh Gott, Tom Chaku. Endlich. Und rein mit Pass. Das gibt's nicht. So, oh, jetzt kommt Tom Goose und rettet ihn. Ja, sag ich ja. Ich bin tot. Tom Goose macht Safety Punch. Ja! Vorsicht.
Der Hund hat schon... Ey, was? Der hebt die auf und... Ey, das gibt's. Ich bin schon wieder draußen. Nein! Warum? Ich bin irgendwie unter das Eis geklinscht. Jetzt liegt alles an dir. Holt dir den Schläger! Er will nicht! Der Hai muss auf jeden Fall weg. Oh, hier leben ja beide noch. Der Hund! Der Hund! Alter, wie präzise ist der denn bitte schon mit dem Elektro-Ding? Aber er hat auch einen präzisen Kick gekriegt. Und guck mal, wie er ihn slidert da hinten. Bleib drüben und dominiere. Ha, sieht gut aus, sieht gut aus. Hey, die saufen gleich da hinten auf ihrer Scholle ab. Aber ich muss mich ein bisschen hin und her bewegen. Boah! Wie er Alter, wie krass. Wie krass. Ja, komm. Komm schon. Er darf nicht gewinnen. Er darf nicht einen Schläger. Oh. Ja, und jetzt raus mit die... Ja, nice, nice, nice. Ey, der muss doch jetzt mal untergehen. Ja! Schattenfisch! Shadowfish! Shadowfish! Das war ein Supportfisch, du. Nice. War ein Supportfisch. Er kam gut aus den Schatten der Gerechtigkeit. Hat er die Flammen des Zorns über ihn gebracht. Oh, da ist direkt die Pfanne beim... Oh nein, Tom Goose! Achtung! Vorsicht! Tom Goosinger, was macht der denn mit seinem eigenen Mate? Alter, und er hat sich... Was? Er hat mir einfach die Pfanne aus der Hand geprügelt. Alter, was war das? Wow. Ich hatte irgendwie extrem Movement, Alter, und dann... Nee. Ich komme nicht rein, weil der Elch mich jetzt irgendwie blockiert. Und er staubt ab. Der Hund staubt ab. Und schiebt mich rein, weil er mich hasst. Sagt er, ich gehe auch ins Wasser. Guck mal, ich bin schneller wieder draußen. Doch nicht. Oh, komm schon. Meine Füße frieren ein. Ich kann den Schläger nicht nehmen. Das ist irgendwie so ein Agassi. Das ist so ein Agassi. Hol den Schläger, hol den Schläger, hol den Schläger. Hol den Schläger, ich kümmere mich um den Hund. Hier liegt eine Dose. Aber ja, aber der Hund drückt mich runter. Ich gehe mit dem Hund drauf. Der Hund und ich werden beide sterben. Ja, das liegt alles wieder an dir. Guck, dass du den blauen Hai da wegholst. Vorsicht, da will jemand in die Dose. Es ist der Boden, ist der Boden ist halt auch so rutschig, ne? Ja, kann man da noch was drin? Krimmel raus? Nee. Oh. Hatte ich erstmal so ein bisschen bedeckt. Achtung, der schmeißt einen Bumerang, der Guzman. Oh, den Hai nochmal getroffen. Vorsicht. Ich mache eine Flutschbanane drauf. Achtung. Ah, Mist, die ist weit geflogen. Vorsicht, die Ente will wieder zu sich kommen. Taser sie rein. Ja, einfach drauf. Die Ente ist wieder da. Tom Goose hat mir richtig gegeben, Junge. Und weit geworfen. Sehr, sehr weit geworfen. Das wird schwierig. Nee. Puh, ey. Tom Goose. Goose darf nicht gewinnen. Ich werde nie wieder einen Film von ihm sehen können, ohne an Tom Goose zu denken. Weißt? Komm schon, Jack. Oh no. Jetzt hat er auch zwei Siege, der Tom Goose verschnitt. Und er tasert noch seine tiefgefrorene Jack-Leiche. Jack-Kadaver. Guten Morgen. Ja, das gibt's doch nicht. Guten Morgen. So, jetzt aber hier. Guten Morgen. So. High Kick? Ne, doch nicht. Low Kick. Achtung, Bomben. Leider hat die alle wieder reingeholt irgendwie. Hat eine Schaufel. Baller ihn. Boah. Oh Gott. Da weg. Oh, das war ein fieser Kick.
Er hat mir einfach den... Alter, ich lieg immer noch im Wasser. Ich komme nicht mehr hoch. Tja, Elchmann. Tja, Elchmann. Was machst du jetzt? Tschüss, Elchmann. Schön ins Wasser kannst du dich reinlegen. No. Nee. Boah, wir alle wegdominiert. Schaufeldominanz. Ich hier nochmal rein. Boah, nein. Ah, hey, Mist. Wieder, ich wollte gucken, weg, ob ich dich festhalten kann. Er blockt mich. Nee, nee. Ich glaube, die Ente hat er tot geprügelt. Hey, ich war in der Luft. Halt die Gans. Alter, es geht normalerweise doch gar nicht. Ist noch da? Nee, du siehst mich doch. nee, ich war ja tot. Ja, aber du kannst doch... Noch in der Kamera. Nee, ich sehe das ja nicht, wenn ich gerade in dieser Sterbekamera bin. Ich bin geschmolzen, ey. Oh, ich hab noch mit der Banane weggeballert. Alter, dieser Hund, ey. Dieser Hund. Der war krass. Hat aber auch nur mit einer Schaufel gewonnen, ne? Space Dog, ey. Report Space Dog. Au! Was soll denn das, ey? Das war widerlich. Kann man sich nicht einfach mal familienfreundlich hier auf so ein Bild stellen zusammen? Guck mal, der Hund ist ein Hartassi, das siehst du einfach. Spielen noch richtige Hartassis. Widerliche Hartassis. Es war mal ein Family Game. Es war mal ein Familienspiel, ey. Into the Game haben wir auch noch nie gewonnen, aber es wird wahrscheinlich so eine Fluffy Redemption wieder, ne? Na klar. Oh, na klar, wird sie Fluffy Redemption. Ich weiß jetzt schon, ich habe nur diesen Space Dog im Nacken. Space Dog, vielleicht ist er in unserem Team. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil das hat ja auch so Statistiken, ESL-Wertung und so. ESL-Wertung, klar, KD und so. Und ja, klar, gibt es eine KD. Sammelt Hintergrundinformationen, das Spiel. Und das versucht, Menschen, die sich hassen, in unterschiedliche Teams zu stecken, damit Krieg entsteht. Wen spielen wir? Ich weiß nicht. Hast du den hier? Den Mr. Nee. Cool Otter, ey? Nee. Dann habe ich hier Enten. Hätte ich auch noch. Hast du den da? Raining Man? Raining Man? Ja. Team Regenjacke. Team Regenjacke. Der feuchte Lizard nannte man ihn. Wet Lizard. Wet Lizzo. Alright. Oh. Ich hab versucht, direkt ihn rüber aufzuhalten. Ich weiß aber nicht, wo ich bin. Ich hänge hier irgendwo fest. Wir haben schon so einen Assi. Ja, ja. Boah, Alter. Und der gibt Schläge. Und verbrennt mich direkt. Und schmeißt die Kohle runter. Uff. Schnell. Hä? Wo ist der denn? Hier, ich leg die Kohlen hier hin. Ich wollte hier mit dem Schläger protecten. Eine Kohlenkette. Aber ich muss protecten. Lass mich schnell durch. Achtung. Oh. Wir müssen heizen. Ja, dein Hals! Achtung, mehr heizen, mehr heizen! Oh, ganz! Boah, er gibt mir auch mega den Kick, Alter. Er hat mich zu seinen Freunden rübergeschmissen, ist ja auch nett. Boah. Ja, die Gans ist nur da, um uns zu vernichten. Ich bin tot. Jetzt bremst er. Oh Mann. Du musst bremsen! Ich versuch's, aber jetzt, sie schmeißen mich raus, glaube ich. Ich glaube, ich darf hier nicht bleiben. Boah! Ja, die ganz, ja, die controlt Doppelkick hier unseren Train. Also ich glaube, der wird nur bei uns rumlungern, der Guzman. Heute ist Goose Day, ne? Ja, heute ist Goose Day. Bremse! Da drüben. Bremse! Goose Day ist raus. Warum da drüben mehr Bremser? Oh, die haben mich totgeschlagen und vom Zug geschmissen. Oh Gott, und er rollt noch 6-mal über mich drüber. Oh Gott. Oh, warum ziehen denn unsere Kohlen nicht jetzt?
Komm, hol den Enterrichter weg. Ich würde gerne, Gustav, aber... Gustav Ganz. Schnell! Ja. Rein mit der Kohle, rein. Ich will. Gut vorne. Ich kann sie aber nicht aufheben, weil er immer an den Bremshebel packt, der Honk. So, Kohle ist drin. Achtung, da ist wieder die Gans. Ich versuche ihn. Alter, zu... komm schon. Das viel nervt. Was? Wieso flipp ich denn so? Von was, Alter? Ich flieg einfach davon. Boah, ich werd verbrannt. Er bremst. Ich brauch Hilfe. Ich kann nichts machen. Ich bin weg. So, ist die Gans down? Die Gans ist down. Verteidige, ich komme mit Kohle. Achtung, da ist bei uns ein Bremser. Rein in den Ofen. Boah, Alter! Egal, Kohle ist drin. Ich hab mich in den Ofen geballert. Vorsicht, ich bin tot, die Gans. Ja, die Gans schlägt aber ihren eigenen Kumpel kaputt. Ganz in den Ofen. Ich verteidige so gut es geht, ey, aber jetzt haben sie mich auch in den Ofen gesteckt. Nein, habe ich noch weggeballert. So, ganz ist raus. Ja, mal die Kohle noch schnell rein. Den Hut der Gans auch noch rein. Alles, was heizt. Oh nein, ich hätte ihn rauswerfen können. Aber du hast mich abgeschossen. Prügel ihn raus. Haben wir noch Kohle? Nee, ich glaube nicht. Die wollen es noch retten. Schaffen sie nicht. Wir sind das einfach, können sie nicht mehr retten. Wir sind zu strong. Danke. Gerne. Alle rein in den Ofen. Ja, das beschleunigt nur unseren Zug. Und mit unseren Leichen haben wir geheizt. Ja, eben. Nee, das Ding, also auf unsere fetthaltigen Echsenleichen haben das so beschleunigt. Nochmal rausgesprungen. Oh, man überlebt das jetzt sogar. Slimy Lizards. Mit unseren fettigen, schleimigen Leichen. Team Dark irgendwie. Team Kohle sind wir. Team Kohle. Greift sich so ans Unterhemd. Tommy Harry habe ich. Ah, mir fehlt noch eine Runde. Endlich mal haben wir die Redemption redempted. Wir haben redempted. Die hatten keine Chance. Die wussten gar nicht, was abgeht. Die haben gesehen nur, oh Gott, alles brennt. Ich habe aber auch Kohle reingeschaufelt, du. Ich war da so ein Kohle-Runner. Ich habe den Kohle-Lizardo gemacht. Nicht schon wieder Eis. Winter's coming. Schnell, Winter's coming. Oh nein, das ist Safety Afloat. Das hasst doch jeder. Ach, das ist geil. Safety Afloat, Mann. Da haben wir auch noch eine Redemption. Und wir haben so viele Redemptions. Da haben wir auch noch eine Redemption wir zu erledigen. Wir haben so viele Schmerzen im Herzen. Dieses Hassherz habe ich in meiner Brust. Was nehmen wir da? Was ist denn gut? Ich weiß nicht. Wo haben wir denn hast irgendwie... Hast du was für den hier? Für den? Ja, da habe ich hier Kimono. Ah, nehmen wir Kimono Boys, oder? Ich meine, die Luftfahrt hat schon immer den Japanern gehört. Blue Kimono. Kimono No. Was ist mit Pony? Also, ich habe einen goldenen Skin, aber ich drücke nichts. Weil ich bin ja klar, wenn man Ponyman. Golden ist, ist man auch Dekadento. Stay golden, Pony Boy. Alter, der ist aber auch Bungly 4K. Und das ist dieser Grizzly, das ist auf jeden Fall ein Assi. Das war diese nervige Goose. Und haben wir ihn bei uns? Natürlich nicht. Weißt du, das meine ich. Er ist immer erst in der Mitte. Er ist immer erst in der Mitte. Boah, Alter. Ich bin genockt. Und Grizzly hat schon drüben. Er spielt nichts anderes. Every day.
Alter, echt jetzt? Ich box ihn die ganze Zeit! Ich box ihn! Ja, Mopsi! Gut, Mopsi! Grizzly blocken! Ich hab Grizzly K.O. gehauen! Wo ist das Ding? Es fliegt rüber! Grizzly holt sich's aber gleich! Oh, ich komm nicht dran! Ich hab Grizzly wieder genockt! Komm nicht dran, aber Otaro hat's rübergeworfen irgendwie! Nein! Grizzly versucht hier. No, nee! Boah, wie ich mich hier hochhangel. Alter, wo hat er mich denn hingeschleudert? Wo ist das Ding? Bei denen auf der Seite? Nein, ich bin dran gesprungen. Ich hol's rüber. Oh, ich hab ihm zumindest Schwung gegeben. Boah, der Chrissy knockt mich hier. Achtung, Chrissy steht da oben und knockt einen nach dem anderen aus. Und Otario. Golden Pony ist da, Alter. Golden Pony. Golden Pony hatten sich geholt. Ja, aber Mr. Grizzly macht hier nur Terror. Alter, er steht schon wieder. Aber die holen sich gerade da drüben das Ding. Ja, ich komme nicht hoch, weil der Grizzly mich dauernd behindert. Ich geh rüber. Nee. Grizzly ist Gatekeeper hier. Der Schmerz kommt zurück. Wo ist der Safe? In der Mitte. Ey, der Otter ist schon wieder dran. Ja, Grizzly auch. Krieg ihn nicht! Schlag ihn in die Schnauze! Nee, der Grizzly haut hier jeden weg. Alter, was macht der denn mit mir? Wir müssen das Ding rausziehen. Ich bin unten drunter! Ja! Boah, wir fliegen rüber! Gemacht. Wir fliegen rüber! Mach was, ich lenk sie ab! Big B, lass doch los! Big B, lass los! Bin da! Grizzly zieht's wieder raus! Das gibt's doch nicht! Warum ist er so viel stärker als wir? Jetzt Big B, zieh das Ding rein! Big B, Mann, Big B! Jawohl! Lass los! Warum lässt du nicht los? Oh. Ich glaub das nicht, ich bin genockt! Prügelt den Otter da weg! Ich versuch's! Ich bin permanockt. Ja! Jetzt! Das ist er! Ach, leck mich am Ärmel. Und holt direkt das nächste. Warum ich hab den Otter wieder geprügelt. Holt das Ding rüber. Warum schlägt der Affe so um sich? Hör doch auf. Was hat denn der Affe für ein Problem? Boah. Wir alle dranhängen und oh boah, ich bin permanock auf der. Ich bin permanock. Ich krieg hier einen und der Grizzly holt's alleine. Mach's gerade solo weg. Nee, kann nicht. Er ist alleine geholt. Hat sich gedacht, ey. I don't give a. So, direkt schnappen rüber. Ich komm nicht hoch, weil der Affe im Weg ist. Wieso? Das ganze Team hängt an der Kante. Yes. Jetzt müssen wir noch drankommen. Alter, wieso lässt er los? Ich check es nicht. Die sind drüben. Oh, ich bin geendet. Es war Christy, hat uns mit einem Schlag beide geballert. Du kannst Grizzly nicht knocken. Nee. Kannst Boah, Grizzly Alter, nicht wie knocken. Schnell die uns abgezogen haben. Puh, okay, das ist eine Wiedergutmachungsrunde. Ich will Grizzly vernichten. Ich brauch das dann jetzt. Dann haben wir aber gleich wieder 45 Minuten, ne? Vielleicht auch nicht. Komm mal, gucken, was das ist. Ich muss Grizzly vernichten. Der elende Freak. Der hat im Endeffekt zwei im Alleingang da einfach Probleme. Ich bin unknockable. Hat er das rübergezogen. Irre. Absolut irre. Save dir Float Redemption? Save dir Float Redemption, Alter. Vote schnell! Oh, es ist Winter's coming. Save dir Float ist ein Spiel, wo ich nachts schweißgebadet aufwache und schreie. Der Save. Irgendwann müssen wir es aber schaffen.
Meine Nachbarn sagen immer, jetzt Grizzly gar nicht mehr da. Ah, Grizzly ist gone. Hast du den hier, den komischen Schweinsbuben? Ja. Vielleicht brauchen wir so zwei kleine Schweine. Südstaatenschweine. Südstaatenschweine. Der Bacon-Prinz. Der Bacon-Prinz. Ist das nicht so, oder? Ist das nicht so eine Südstaaten-Uniform oder sowas? Nee, das sieht eher so nach Patrioten-Schwein. Perser Pick aus oder sowas. So ein bisschen nee. Prince of Persia-mäßig, finde ich. Ein kleiner Haschmich-Pick. Weiß ich nicht. Weiß ich, ich finde, es hat sowas von Prince of Persia mäßig. Oh, der hat eine Pfanne. Oh, und ich bin genockt, aber der auch. Hier drüben ist es richtig Knocker-Action. Vorsicht, hier ist eine Bombe. Da ist ein Guy mit einer Pfanne. Boah, die. Hier ist so ein Hund, der nicht brennt. Er macht einfach einen Breakdance-Move. Alter, ich kann den Lolli nicht greifen. Ich kann den Lolli nicht greifen. Boah, ich habe ihn mit der Bombe ausgenockt. Aber ich bin gefroren. Ich werde auch nicht mehr auftauen. Kann ich dich rüberziehen? Ey, wie viele Bomben? Boah. Nein, mein Fisch wird nur gegrillt, Alter. Komm nicht auf die Beine. Du hast den Lolli entschärft. Der Lolli liegt nicht gut. Oh. Oh. Oh nee, nur noch die Beine oder was? Ah, oh, Mist, ey. Raus mit ihm. Oh. Oh, der ist ausgerutscht oder sowas. Nee, Gelbe. Gelb Nein. lebt noch, oder was? Gelb lebt noch, ja. Oh, wo ist denn Gelb? Wo ist Gelb? Der war hinten am Feuer, ist gerade eingefroren. Oh, nee. Gibt's doch nicht. Boah, Alter. Hier steht so eine Dichterkatze, die aber nichts macht. Sterben schon Leute, ne? Ja. Oh, so viele Bomben. Ich krieg den nicht, der springt immer über mich drüber. Boah, Achtung, Bombe. Da rollen die Bomben. Bist noch am Leben? Nö, ich bin eingefroren. Ich bin tot. Auf einmal war das Eis hier drüben aus. Auf einmal war das Eis aus? Das Feuer. Das Feuer war aus. Das Eis war überprächtig viel da. Alter. Ich glaube nur noch du lebst und der. Oh! Boah, Fischkeule, Alter! Oh mein Gott! Renn! Er will sich den Knüppel holen, oder? Achtung, das sind super viele Bomben. Rüber, zum anderen Feuer. Alter, er schmeißt die Bombe rüber. Der ist richtig weaselig. Und jetzt raus mit dem Vieh. Alter. Kommt wieder. Ich dachte, der Frost Achtung, muss reichen. Fische. Ja, aber er ist... Oh Mann! Als ob. Oh, nee. Und der Fisch blockiert mich. Ich kann nicht zurückrutschen. Nee. Fischblockade, nee. Alter. Klassische Fischblockade. Eine ganz üble Fischblockade gekriegt. Ey, wild. Richtig wild. Wow, das hat mich übelst weggenockt. Ich bin an der Katze vorbeigeflogen und zack, war es vorbei. Alter, die Katze zieht mich einfach aufs Meer. Boah, Otterkick. Oh, ich komm nochmal.
komm nochmal, ich bin nochmal ins Eis geslidet, ey. Ans Feuer. Vorsicht, Vorsicht. Oh, Alter, er kickert mich einfach durch die Gegend wie ein Flummi. Nee, boah. So, ey, der hat mich so weit rausgeschmissen. Oh. Die Bombe. Nee, 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 nee. Wach doch auf! Zum Glück hassen die sich, du. Alter. Ey, die Katze friert nicht ein. Boah! Er liegt auf zwei Bomben. Okay, der eine ist gefroren. Ist aber wieder aufgetaut. Aber liegt da, ist kaputt. Der ist kaputt. Der lag auch auf zwei Bomben. Oh, ich hab den Fisch gestolpert. Wow. Ah. Bombe, Vorsicht. Bin drüben. Oh, er ist ausgenuckelt. Er ist ausgenuckelt. Er friert aber nicht ein. Nee. Boah, das war knapp, ey. Da kam ein taktischer Fisch. Ja, jetzt ist die Sonne da. Ich hätte ihn fast am Kopf getroffen. Der muss doch jetzt auch mal irgendwie nachgeben da. Ah, ah. Oh. Boah, fliege ich weit. Was ist das für ein Superwurf? Alter, hast du das gesehen? Ja, ich wurde auch einfach aus dem Server geschmissen. Oh mein Gott, das wird das eine richtige Cursed-Folge. Achtung, da ist eine Bombe. Boah. Boah. Aua. Alter, er klettert irgendwie auf mich drauf und will mich irgendwie fies besteigen. Ey, warum? Das gibt's nicht. Ich werd hier von Menschen bestiegen. Ja, ich werd hier... Ich hab die Pfanne, boah. Ich hab die Pfanne geworfen und die ist abgeprallt am Stock und hat ihn dann ausgenockt. Da hinten wollen sie ja richtig wissen. Ja, Pfanne. Was? Was? Wie hat er das gemacht? Die Pfanne war längst ausgeschwungen, nee. Miau. Boah, Alter. Was war denn das eben für eine Superkelle? Ich bin immer noch genockt. Aus dem Schneesturm mit dem. Ah, die kommen wieder zurück. Ist ja irre, was hier wieder abgeht. Ist ja irre! Boah! Bin genockt. Oh, ja. Ich komme nicht auf die Beine. Aber wie lange bin ich denn nockt? Ich habe die Twitch-Katze zerstört. Oh! Die Bombe hat aber hier nochmal den. Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. Komm schon. Na, ich komm nicht mehr. Da komm ich nicht mehr zurück, du. Das war eine schöne Bombe. Da war der Bomber. Oh. Ich leg eine Bombe ins Feuer. Da kommt noch eine. Oh, die fliegt davon. Oh, ich möchte wieder gegen die beiden Roten kämpfen, oder was? Ne, ein Roter ist gefroren jetzt. Oh, der ist nochmal wiedergekommen, der Grüne. Nix da. Die sind alle gefroren. Ich bin irgendwie flying to the moon. Ich habe aber gewonnen.
Muss ich eigentlich. Aber ja, wenn die jetzt da auf einmal rot geworden, weißt du so? Alter, das ist ja irre. Oh! Boah, was war das denn? Da kam irgendwie eine Bombe angeflogen. Boah, jetzt werde ich auch noch getasert. Nee, ich bin weg. Ich bin weg. Alter, die Bombe hat mich komplett. Ich hatte einen Nunchuck, hat noch zwei ausgenockt, da kam die Bombe und. Die Bombe Alter, ich habe schon wieder eine Bombe abbekommen. Nein. Ich bin auch tot, auch weggebombt. Die Bombe war nicht von mir, die war von, keine Ahnung. Kam von der Seite reingeflogen. Ey, diese Bomben. Bombi Boah. Redemptions, Alter. Bombi Redemption, aber was für eine präzise Bomb. Oh, oh, oh. Man hört, wurde reingeotterbombt, ey. Ja, klar, auf Otterbar-Basis. Ich sag dir da, Aristocat ist echt ein fieses Team. Aristokraten-Cat? Aristokraten-Cat. Ich höre nur mehr. Das ist neue Strategie. Will er ihn verbrennen? Das ist keine Ahnung. Man kann verbrennen, ja. Man kann verbrennen. Boah, der Hund kriegt eine ordentliche Hundebombe. Alter, da werden aber auch Präzisionsbomben. Ja, ne? Eine Bombe ist rausgeflogen. Der Hund zündet sich erstmal wieder an und macht die macht sich hot. Furies. Fäuste der Gerechtigkeit. Oh, da hat jemand einen Knüppel. Plötzlich ist Knüppel schmeißt eine Bombe. Oh, kriegt der Otter die Bombe ab? Oh, war eine gute Bombe, glaube ich. Aha, Grün hat gewonnen. Wie viele Punkte hat Grün? Weiß ich nicht. Einen wahrscheinlich. Nee, zwei. Ja, jetzt zwei, aber... Ach, jeder hat schon einen. Ja, okay, ich dachte, einer hätte noch keinen einen. Aua. Die Katzen sind absolut widerlich. Alter, haben die sich abgesprochen? Was ist mit denen los? Boah, uff. Wo bin ich? Miau. Ey, diese Würfe. Ich bin weg. Der hat mich irgendwo anders hingeworfen, ne? Einfach zack. Ja, die machen alle so Drehwurf mittlerweile irgendwie. So krass, so schnell kann ich gar nicht spinnen. Da sind die schon wieder alle beim Bewusstsein, wenn ich das mache. Oh Gott. Kommst du nochmal zurück ins Leben? Ich weiß nicht. Jetzt halbwegs. Achtung, da ist die nächste Bombe. Hier sind überall Bomben. Bomb. Ja, Rot will da auf jeden Fall dominaten. Da drüben ist ein Tennisschläger gespawnt. Direkt vor dieser Hütte an der Treppe. Ah, da oben. Oh, zwei Grüne. Boah, was? Wie sie abstauben! Wie sie abstauben! Bist du weg? Ja, ja. Die stauben zu hart. Die stauben. Oh, die Bombe. Labada Bomba. Guck mal, wie lange auch man bewusstlos ist. Das hat okay, immer auch was damit zu tun, wie viel Ausdauer du noch hast. Wenn du die ganze Zeit Sprintschläge und Sprintsprünge machst, dann hast du halt nur noch einen Ausdauerbalken. Und wenn die dich dann ausnocken, liegst du halt. Und das lange. So, da lege ich mal eine Bombe in die Mitte für alle. Oh, der Otter, was hat er vor? Katze sagt, lass ich liegen. Warum friert der nicht? Okay, weil es hell wird, okay. Hat er ein Glück. Ist die Katze gerade gestorben? Ich weiß es nicht. Feuer? Ja, die ist weg. Ja, die wird nichts mehr machen, glaube ich. Nö, die hat man verbrannt. Die hat man hexenmäßig hingerichtet. Boah, wie viele Bomben jetzt da fliegen. Komm, ich schmeiß auch noch eine rein. Lass sie nicht zur Ruhe kommen. Ja. Das hat die Katze ganz schön genockelt. Grün hat gewonnen. Tja. Green. Da machst nix, Alter. Das war eine Vernichtungsfolge, du. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten abartig schmerzhaften Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.